warten schon wieder alle auf mich, wie man sieht. Ich bin sofort fertig. Hat irgendjemand gesagt, dass Tofu langweilig ist? Das hat eine leckere Textur, so ein bisschen als wäre es Käse, ne? Lecker. Martin im Tofu-Schlaraffenland. Was ihm hier noch so alles um die Ohren fliegt. Galileo-Reporter Martin Dunkelmann packt 2 Tage lang in der Tofu-Produktion mit an. Wiesbaum in der Vulkaneifel. Hier liegt der Hauptsitz von Tofu Town. Die Firma stellt über 100 unterschiedliche vegetarische und vegane Lebensmittel her, beliefert Supermärkte sowie Bioläden in Europa, Australien und den USA. Hallo, ne? Komm rein. Danke. Chef hier ist Markus Kerres. Bist du eigentlich selbst Vegetarier oder bist du noch Fleischesser? Ich bin total vegan. Total vegan? Fleischesser dürfen hier aber natürlich auch arbeiten. Tada. Seit mehr als 20 Jahren wird in Wiesbaum schon Tofu produziert. Damals noch in einer kleinen Halle. Dann wurden vegetarische und vegane Produkte immer beliebter und die Hallen immer größer. Heute stellt man hier auf über 5.500 Quadratmetern pflanzliche Bio-Lebensmittel her. Hi. Moin. Kommt die Würste raus. Was Martin noch nicht weiß, bei den fleischlosen Würsten muss er morgen selbst Hand anlegen. Magst mal eins zur Stärkung? Kann man schon essen? Ja, oh, die sind ja warm. Das sind die Nuggets, ganz frisch. Das ist ja gar nicht weiß. Ist das was da drin? Da ist auch Soja mit drin, ein bisschen Gluten und Banane. Das hat eine leckere Textur, so ein bisschen als wäre es Käse, ne? Weil er so Fäden zieht, ne? Lecker. Ja, komm mit. Auf zu Martins erstem Arbeitsplatz. Er startet da, wo der reine Tofu überhaupt erst entsteht. Okay. Dann übergebe ich dich. Hi, hier ist Martin, das ist dein Mann. Christian. Hi, Christian. Ich werde dich unterstützen. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke. Viel Schweiß und viel Freude. Alles klar, bis später. Ciao. Martin muss als erstes Flüssigkeit aus einer aufgekochten Sojabohnenmasse abschöpfen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, dass ich diese Tofu-Masse, die jetzt hier noch flüssig rauskommt, etwas mit der Hand antrocknen soll, also umrühren, damit das hier aus dem Sieb unten raustropft. Siehst du da? Wann weißt du denn, dass genug Wasser raus ist? Also wann hörst du auf? Das Gefühl, ja. Ne? Wann du bist neuer hier, du weißt nicht. Ja, ja. Weißt du? Du musst arbeiten bis in hier eine Woche, 2 Wochen und dann deine Augen weiß. Weißt du? Aber du siehst das, wann das ja, genug ist, ne? Ja, ich weiß. Und jetzt wieder die Hälfte darauf, ne? Ja. Das funktioniert ganz ähnlich wie bei der Käseproduktion. Also vor allem dieser Move hier ist anstrengend, weil das sind ja Kilos, die du bewegst mit dem Unterarm. Das ist diese Bewegung hier. Und da habe ich nicht so wahnsinnig viel Kraft drin, weißt du? So, Wasser raus. Ja, bisschen mehr. Bisschen mehr rühren ja, noch. Genau. Ist noch zu nass, ne? Ja, ist zu nass. Tofu entsteht aus ganzen Sojabohnen. Die werden gemahlen, gewaschen und zu Sojamilch aufgekocht. Mit Hilfe von Gerinnungsmitteln werden dann Eiweiß und Molke voneinander getrennt. Ich bin jetzt schon genauso nass wie der Tofu. Das sag ich euch aber. Schöpfen, Deckel drauf und dann ab in die Presse. Die sorgt dafür, dass auch noch die letzte Flüssigkeit aus dem Tofu kommt. Isst du selber auch Tofu oder bist du Fleischesser? Ich gehe jeden Mal mein Fitnessstudio und mit vegan, ich esse viel Chicken, ja? Viel und ich brauche Protein. Christian kommt aus Rumänien und arbeitet seit 2 Jahren in der Tofu-Produktion. Vorher hat er Autoteile verpackt. Weitermachen! Ja! Gas geben! Wir brauchen ungefähr 30 Mischungen pro Stunde, bitte. 30 Mischungen pro Stunde, ne? Habt ihr gehört? Martin muss sich ranhalten. Bisher hat er erst 6 Wannen abgeschöpft. Ich nehme an, es muss schneller gehen, oder? Ja, normal. Ich werde morgen, weiß ich jetzt schon ganz genau, hier einen Muskelkater haben. Und eine schöne Blase am Finger.
Die rund 140 Mitarbeiter in der Produktion wechseln sich in den Früh-, Spät- und Nachtschichten ab, damit die Arbeit nicht zu monoton wird. Bei Martin steht der erste Maschinenwechsel schon nach 3 Stunden an. Guck mal, hier kommt das an, was ich da vorne gerade eingefüllt habe, wurde hier gepresst. Und jetzt muss ich das hier schneiden in mundgerechte Blöcke. Was hier entsteht, ist die Tofu-Basis-Variante und im Supermarkt als Natur-Tofu zu kaufen. Martin muss den Block jetzt in 30 gleich große Stücke teilen. Und jetzt? Ja, genau. Ah, oh, scheiße. Kein Problem. Perfekt. Und wieder so. Und wieder. Mit dieser Außen. Seite. Guck mal, und schon erkennt man die schönen Tofu-Blöcke, die man sich zu Hause in die Pfanne haut. Es warten schon wieder alle auf mich, wie man sieht. Bin sofort fertig. Perfekt. Okay, dann da rein. Ja, genau. Und? Das ist ja ein geiles Gerät. Dann kommt das da wieder rauf, ne? Und das war's. Okay. Nicht gut? Nein, das ist Okada. Martins Augenmaß passt noch nicht. Er muss sauberer arbeiten. Okada, man kommt zu viel, das ist nicht spannend. Dann mache ich mal hier weiter, Entschuldigung. Schließlich muss jedes Tofu-Stück für die Verpackung gleich groß sein und gleich viel wiegen. Wenn doch mal Verschnitt anfällt, kommt der in die Wiederverwertungsbox und wird später weiterverarbeitet. Die Produktion von Tofu war in Deutschland übrigens bis Ende der 1980er Jahre verboten. Es galt als Imitieren von Milch und wurde zum Schutz der Landwirte als gesetzwidrig erklärt. Heute boomt die Tofu-Branche. Allein in Wiesbaum laufen täglich 20.000 Stück Tofu vom Band. Viele Produktionsschritte sind echte Handarbeit. Das ist Herausforderung Nummer 1, Zeit. Herausforderung Nummer 2 ist, dass hier alles irgendwie in großen Mengen ankommt. Das ist sehr schwer. Also diese Bleche sind aus Edelstahl. Die Blöcke, die Tofu-Blöcke an sich wiegen bestimmt 20 Kilo hier in der Menge. Das heißt, du merkst es einfach irgendwann in deinen Gelenken und in den Armen. Ich brauche eine Pause, ey. Martin verkrümelt sich lieber zu den schönen Dingen. Alexander Kühner von der Qualitätssicherung testet regelmäßig die Produkte. Hi Alex. Oh, servus. Na, was machst du? Ja, wir machen hier heute sensorische Verkostung. Weil alles, was bei uns rauskommt, muss ja auch probiert werden, ob es in Ordnung ist. Wenn du da nämlich jetzt so nimmst, dann ist es halt auch gerade so die Ecken, dass man das einfach abgeht und riecht, okay, es riecht arteigen. Also neutral, aber milchig bis nussig. Tofu halt, ne? Aber ist Tofu gleich Tofu? Zumindest beim Preis gibt es deutliche Unterschiede. Das 200-Gramm-Stück Naturtofu kostet in den Supermärkten und Bioläden zwischen 90 Cent und 2,50 Euro. Bei der Qualität schneiden die meisten Tofu gleich gut ab. Martin probiert sich erstmal weiter durch die Produktpalette. Hast du bis jetzt was gefunden? Nee, ich finde alles geil. Also am besten, finde ich, die Cevapcici. Ja, die sind geil. Weil die so eine schöne süßliche Würze haben irgendwie. Teste ich durch, ich mache das dann mal richtig. Du riechst und ich esse, genau. Wie man diesen klassischen Tofu herstellt, habe ich ja heute schon gelernt. Aber wie man diese ganzen Fleischalternativen zusammenmischt, das gucke ich mir morgen an. Aber erst noch ein paar probieren. Mm. Bis zu 100.000 vegetarische und vegane Produkte verlassen täglich palettenweise die Lager in Wiesbaum. Für Martin geht es nun ans Eingemachte in der Pflanzenmetzgerei. Guten Morgen, Tag Nummer 2. Blase aufgepiekt, Muskelkater, halb so wild. Kann also losgehen, ab in die Produktion. Moin. Hi. Hi, hallo. Was machst du jetzt hier? Ja, ich mache jetzt Tofu-Salami. Okay, ich helfe dir. Als erstes muss sich Martin um das Portionieren der Zutaten kümmern. Das Hauptelement, der Pflanzensalami, natürlich Tofu. Hier wird der Verschnitt verarbeitet, der gestern beim Zuschneiden von Martins Tofu-Blöcken übrig blieb. 60 Kilo werden für eine Tranche Salami benötigt und jede Menge Sonnenblumenöl. Muss das sehr exakt sein oder ist es egal, wenn es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger? Nee, mach richtig. Wenn du willst, immer gleich Produkt, mach richtig. Ja, klar, das stimmt. Weißt du, warum? Er ist sehr korrekt. Ich dachte, wir Deutschen wären so korrekt, aber er. Emanuel war früher Pizzabäcker und Chefkoch in Sizilien. Heute ist er Experte für fleischlose Delikatessen in Wiesbaum. So. Ich bin italienisch, ja? Ja.
das Rezeptur ab der richtig original italienisch Tomaten. Das Konzentrat Tomaten. Ja. Bei Napoli. Ja? Ja. Deine Heimat, ne? Für den würzigen Geschmack der Pflanzensalami kommen neben dem Tomatenmark auch noch Räuchertofu und frischer Paprika dazu. Was findest du schöner, das oder echte Salami? Für mich das. Ja, ne? Industrie Salami. Ja, ja. Knochen, Fett, alles drin. Nicht nur Fleisch. Ja, ja. Das ist keine gesund. Die Masse wird in einer XXL-Knetmaschine noch mit verschiedenen Gewürzen verfeinert und durchmischt. Ja, richtig. So. Das riecht sehr intensiv. Vor allem nach dem Knoblauch, alter Schwede. Allein im vergangenen Jahr haben deutsche Unternehmen fast 98.000 Tonnen Fleischersatzprodukte hergestellt. Mehr als doppelt so viel wie vor 3 Jahren. Im Tofu-Bereich gibt es mittlerweile fast alles, was es auch in der Fleischbranche gibt. Ach so, okay, halt. Ja, okay. Ja, 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 das ist eine, wie eine lebende Masse. Damit aus dem Gemisch echte Würste werden, wird die Pflanzenmasse in einen Kunstdarm gepresst und in Form gebracht. Anschließend werden die Würste in einem großen Ofen pasteurisiert. Weil der Plastikdarm natürlich nicht mitgegessen werden kann, muss der am Ende wieder ab. Und da setzt auch Martins letzter Arbeitsschritt des Tages an. Moin! Moin! Ich helfe dir jetzt. Ja. Sag mal, ist das die Tofu-Salami, die ich gerade gemacht habe? Das ist eine andere, ne? Das ist anders. Das sind Mini-Wiener. Mini-Wiener. Okay. So, dann holen wir die hier raus. Wir gehen. Ja. Bist du Vegetarier oder bist du Fleischesser? Du isst Fleisch? Ja. Bei Jürgen Bauer an der Schälmaschine wird die Haut angeritzt und vom Würstchen entfernt. Die Wurst bekommt also quasi ein Peeling. Total geile Maschine. Das hier. Ich bin komplett voller Wurstwasser, aber das ist okay. So, Jürgen, vielen Dank. Du hast auf jeden Fall die spaßigste Maschine hier. Ja, alles bis dann, ne? Immer noch eine mit. Martin hat es geschafft. 2 Tage Tofu machen.